Hallo liebe Schüler und willkommen zu einem neuen Inkscape-Tutorial. Bitte stellt alle euer Computer mit der Bildschirmansicht so ein, wie ich es jetzt mache. Nach dem Öffnen von Inkscape erscheint euch das A4-Blatt in der Mitte. Bitte geht zuerst einmal in die Ansicht, geht auf Benutzer definiert. Danach geht ihr bitte auf Datei, Dokumenteneinstellungen und Querformat. So, jetzt wollen wir dieses Blatt etwas näher heranheben und wir kennen schon die drei Lupen. Die eine Lupe heißt die Seite in das Fenster einpassen. Jetzt wollen wir eine Blume erstellen. So wie beim letzten Mal, nur dass wir die Blütenblätter genauer verteilen. Wir holen uns eine Hilfslinie, damit wir ungefähr auf der Hälfte des Blattes sind. Und wir holen uns hier noch eine Hilfslinie, ungefähr hierhin, damit wir ungefähr in der Mitte vom Blatt sind. So, jetzt nehmen wir den Kreis und werden hier einen Kreis zeichnen. Wie gesagt, wir klicken auf den Kreis, Doppelklick, löschen das Fenster, das sich uns öffnet und werden hier jetzt einen Kreis zeichnen, indem wir die Shift-Taste, die Großstelltaste und die STRG-Taste gemeinsam runterdrücken und wir zeichnen dann langsames Ziehen einfach einen Kreis. So. Diesen Kreis bewegen wir möglichst in die Mitte. Und dort werden wir jetzt mal hinzoomen. Mit unserem Werkzeug die Zeichnung in das Fenster einpassen. So sieht unser Kreis aus, schön genau in der Mitte. Jetzt werden wir etwas zurückzoomen. Das geht auch mit der Lupe und der Shift-Taste. Wir sehen, dass sich hier, wenn ich die Shift-Taste drücke, ein Minuszeichen zeigt. So, wir wollen jetzt rund um diesen Kreis, den wir gezogen haben, dessen Farbe wir noch verändern. Wir markieren ihn, also wir wählen ihn aus mit dem Auswahlwerkzeug und wir werden ihn gelb machen. Jetzt werden wir die Blütenblätter drumherum anordnen. Dazu wählen wir wieder die Kreistaste und werden hier jetzt ein Blütenblatt aufziehen. Ich mache das mal so. Und wir haben jetzt direkt das Blütenblatt an den Kreis herangesetzt, was mir noch nicht so sympathisch ist, aber das werden wir vielleicht jetzt noch gleich verändern. Als nächster Schritt muss ich euch erklären, wie so etwas zu optimieren ist. Und zwar, wenn wir einmal auf diese Ellipse klicken, auf unser Blütenblatt, können wir es ja hin und her bewegen, das wisst ihr ja. Beim zweimal klicken können wir es drehen, aber wir haben hier auch ein kleines Kreuz, das ist ein Pivotpunkt genannt. Diesen Punkt werden wir jetzt hier unten zu dem Kreis ziehen. Und zwar müssen wir da wieder etwas hinauszoomen. So, und wir werden jetzt etwas hinauszoomen. Einzoomen, damit wir das wirklich gut sehen. Diesen Punkt brauchen wir. Wenn wir zum Beispiel zweimal das Ganze angeklickt haben, jetzt könnten wir drehen. Wir drehen um diesen Punkt. Das sagt uns dieser Punkt. Dieses Objekt, unser Blütenblatt, wird um diesen Punkt gedreht. Und jetzt nehmen wir uns diesen Pivotpunkt und greifen ihn und ziehen ihn hier unten an unseren gelben Kreis und legen ihn dahin.
Und jetzt werden wir dieses Blütenblatt regelmäßig um diesen Kreis herumdrehen und unsere Blume konstruieren. Vorher aber möchte ich noch, dass wir unser Objekt vielleicht doch noch etwas in unseren Blütenkelch hineinziehen. Und wir sehen, der Pivotpunkt hat sich verändert, den werden wir wieder etwas hinaufschieben. So, und jetzt werden wir das tun. Jetzt klicken wir mit der rechten Mausklick oder wir gehen auf Objekt und Transformation und da öffnet sich hier auf der rechten Seite ein neues Fenster mit einer Menüleiste, die sagt, was wir mit diesem Objekt machen können. Transformation heißt verändern. Und was kann man verändern mit dem Objekt? Man kann es verschieben. Man kann es vergrößern und verkleinern, man kann es drehen, da ist es natürlich praktisch, die Gradeinteilung zu wissen. Man kann es scheren, das ist eine Verzerrung zu machen und eine Matrix. Darauf kommen wir später zu sprechen. Wir klicken jetzt in Drehen, denn wir wollen unser Objekt drehen. Und jetzt werden wir sehen, was passiert, wenn ich hier zum Beispiel einen Teilerwert von 360 Grad eingebe. Ich gebe jetzt hier mal den Wert ein, 15 Grad. Und jetzt klicke ich hier auf Apply und was passiert? Unser Blütenblatt bewegt sich genau um 15 Grad Abstand zu diesem Punkt herum. Wenn ich jetzt also eine Kopie erstelle, und diese Kopie auch bestätige, bekomme ich schon das nächste Blatt wieder mit 15 Grad. Vorher möchte ich aber euch empfehlen, bis dahin erstmal zu kommen. Jetzt wieder. Ich dupliziere, ich mache das mittlerweile schon mit einem Tastenbefehl. Der müsste bei euch lauten STRGD. Und ich bestätige. Schauen wir uns das mal weiter von hinten an. So, fertig ist unsere Blume. Was wir nicht ausgewählt haben, ist für unsere Arbeit eine Kontur. Vielleicht wäre es nicht schlecht, eine Kontur zu haben. Wie machen wir das? Wir können ja jetzt nicht jedes Blatt einzeln anklicken und eine Kontur anzuzeichnen. Wir verlassen wieder dieses Menü. Wir haben unser Blatt gedreht. Sehr gut. Jetzt überlegen wir uns, wie das geht. Na, wir könnten alle Blütenblätter am besten gemeinsam aktivieren. Das tun wir. Wir werden jetzt etwas zurückgehen, wieder die Lupe nehmen, etwas zurückrücken. Und jetzt ziehen wir einen Rahmen auf über das ganze Objekt. Und wir sehen, alles wird langsam schön markiert. Und wir klicken jetzt an Objekt. Füllung und Kontur. Es öffnet sich hier wieder ein Fenster und hier sehen wir Füllung der Farbe. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier die Farbe meiner Blüte verändern und könnte auch hier drauf klicken. Ganz egal, was ich mache, natürlich wird der Kreis jetzt mit ausgewählt, weil er ja mit von dem Quadrat eingeschlossen wurde. Wenn ich darauf klicke, kann ich ihn auch abwählen und den Kreis extra einfärben. Zum Beispiel so. Ja?
Wenn ich jetzt die Kontur bestimmen will, dann gehe ich auf Farbe der Kontur. Es ist gar keine Farbe für die Kontur definiert, dann müssen wir sie definieren. Und wir gehen auf das erste Kästchen und wir sehen, ah, da ist schon eine Voreinstellung geschehen. Die ist mir aber viel zu dick. Dann muss ich die beim Muster der Kontur einstellen, wie dick diese Kontur ist. Jetzt gehe ich mal hier auf 0,1 oder ihr geht einfach in dieses Menü und bewegt diese Pfeile auf und runter. Und dann seht ihr schon, das ist eine feine Linie. Es geht noch feiner. Ihr geht auf 0,05. Und das ist eine schöne feine Linie. So. Der nächste Schritt ist, dass mir bei meiner Blume irgendwie die Blattfarbe, die so gleichmäßig ist, nicht gefällt. Ich drücke die Shift-Taste und werde mir jetzt erlauben, jedes zweite Blatt hier ein bisschen anders einzufärben, damit das Ganze nicht so langweilig wirkt. Und ich wähle dazu vielleicht ein helleres Gelb aus und schon erscheint unsere Blume in einem ganz anderen Licht. Nächster Schritt ist, eigentlich gefällt sie mir jetzt so, die Blume. Ich werde einen Rahmen über alles ziehen, immer noch das Auswahlwerkzeug und werde mir das Ganze jetzt mal sichern, indem ich es unter Objekt gruppiere und sage, das ist jetzt ein einzelnes Stück und das kann ich so hin und her bewegen, ohne dass irgendwas passiert. Denn vorher war es so, gehen wir zurück, wenn ich dieses Blatt angeklickt habe oder wenn ich jetzt die Blume verschieben wollte, dann hätte ich jetzt nur dieses Blatt verschoben. Aber das will ich ja nicht. Also immer gruppieren, wenn man das fertige Objekt verschieben will. Und das kann man auch wieder rückgängig machen oder man nimmt diese beiden Symbole hier gruppieren und da kann man wieder das Gruppieren rückgängig machen.